Moin Leute, ey. Mann, ist das scheiße früh, ey. Es ist 2:30. Hier schläft noch alles. Ich kamelrammel nach Berlin jetzt, ey. Aber ich freue mich. Bisschen falsch gelegen, vielleicht, aber sonst geht. Ja, was soll ich sagen? Schönes Wochenende gehabt bei Freunden. Schön gegrillt, alles cool. Ich bin schweinemüde. Aber wir fahren jetzt mal los. Ab in die Hauptstadt. Leute, ey. Das ist absolut nicht meine Zeit. Absolut nicht, ey. So sehr ich mich auch freue, dass es rausgeht, so richtig raus, aber 1 Uhr in der Nacht, nicht meine Zeit. Echt nicht. Echt nicht. Egal. Jetzt Pause gemacht. Bisschen gepennt. Jetzt habe ich noch knapp 2 Stunden vor mir. Also um 9:45 werde ich da sein, wenn kein Stau ist. Und ja. Schauen wir mal, wie es weiterläuft heute. Schauen wir mal.
Jo Leute! Oh, ihr steht aber hin. Ja, super. Jo. Also, ich habe jetzt erste Abladestelle abgeladen. Meine 10 Paletten. Ja, musste da mal wieder so einen netten Lagerarbeiter bändigen. am Schluss war eigentlich alles okay, aber irgendwie keine Ahnung, was der für Probleme gehabt hat. Ah, scheiße. Ich war jetzt zur zweiten Abladestelle nach Berlin rein, so ein Stückchen, so 7 Kilometer ungefähr. Wenn ich das runter habe, fahre ich nach Eberswalde und lade da nach Greifswald, also Richtung Ostsee hoch. Ich weiß nicht so ganz genau, was da ist dann danach so, aber vielleicht haben wir eine Abholung für hier unsere Stahlbaufreunde. Aber wie gesagt, bis jetzt hat sich noch keiner geäußert dazu, zu der ganzen Geschichte. Warten wir es halt mal ab. Jetzt bringen wir erstmal den Tag hinter uns und dann sehen wir weiter, wie es weitergeht. Reich rum? Mann, was bin ich eine geile Sau, ey. Aber wir sagen, einfach kann ja auch jeder. So sieht es aus, Beate. Hier, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal, gell? Danke, ciao. We'll be right back.
truck. You talk about your good luck. I love driving in my rig. I just smoking on a cig. I think I'll stop for some gas. I'll pinch a waitress on the ass. Some people say I'm kind of rough, but what the hell, I drive a truck. Yeah, I drive a truck. I can't seem to get enough of hauling big heavy loads. Hey Freunde, Mann, was wieder ein Tag heute, ehrlich ey, der Wahnsinn bei der Bullenhitze hier. Ich bin jetzt hier in, richtig, und zwar in Eberswalde, hab jetzt Gerüstteile geladen, hab hier ein schönes schattiges Plätzchen gefunden im Industriegebiet und mach jetzt hier Feierabend, ey. Knapp 15 Stunden. Ich glaube, das schickt, weil mehr darf ich auch nicht. Ne. Ja, ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Ich muss morgen früh nach Greifswald und von Greifswald geht's hoch nach Rostock. Nach Stralsund muss ich, genau, nach Stralsund, sowas. Egal. Auf jeden Fall in Stralsund was abholen. Und ja, endlich wieder geiler Fernverkehr, ehrlich. Also es gibt nichts Geileres wie Fernverkehr. Ohne Scheiß. Ne? Wirklich ohne Scheiß. Dieses um die Kirchturmspitze fahren, ist echt zum Kotzen. Aber egal. So, also. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Ich mache mich erstmal ein bisschen frisch. Und wir sehen uns morgen in alter Frische. Euer Mölli. Peace, wicked, tschüss. Finito. Moin Freunde! Mann ey! Mölli ist ausgeschlafen! Endlich! Mann, ehrlich ey! Ich sag's euch, wenn der Körper Schlaf braucht, dann hol dann. Ne? Ja, ich koche mir gerade noch ein Käffchen und starte dann nach Greifswald hoch und jo, lad meine Gerüste ab. Und wie ich gestern schon sagte, dann geht's weiter nach Stralsund. Ja. Da haben wir eine Abholung, heim komme ich heute eh nicht, macht doch nichts, ist Fernverkehr. Ja, Fernverkehr. Na, ja, war schon warm heute Nacht. Gell, aber soll noch wärmer werden. Meine Standklima, glaube ich, also entweder ist der Batteriewächter im Arsch oder die Batterien sind platt, eins von beiden. Mal gucken, ja. So, ich düse jetzt los und wir sehen uns später.
Ich sag's so, wie er ist. Das machen wir. Das glaube ich, denke ich mir. Wenn der Laden neu ist, dann will ich einmal hinfahren. Ja. Hinten. Bombe, ehrlich. Und deswegen möchte ich die hier mal grüßen in meinem Video. Und zwar sind das die Jungen von der Greifswalder Gerüste GmbH. Und wenn ihr hier oben mal in der Ecke seid, in Greifswald, und ihr braucht ein Gerüst, dann geht da hin. Weil die Jungs, die sind echt top. Ne? Super freundlich, super nett. Ne? Das wollte ich hier nochmal sagen. Kleine Werbeveranstaltung. Ne? Nach nur einem Spot geht's weiter. Yo, Mann. So, ich düse jetzt nach Stralsund. Truck. You talk about your good luck. I
cig. I think I'll stop for some gas. I'll pinch a waitress on the ass. Freunde, seid gegrüßt, Junge, aus dem Hochofen der Ostsee. Mann, ist das eine Wärme, ey. Wobei hier oben geht echt noch so ein bisschen die Luft. Das ist schon ganz okay, das passt. Aber ansonsten, ey. Ja, ich habe jetzt über Breite geladen, was keiner wusste. Aber selbst der Verlader nicht, der schiebt und schiebt und schiebt. Und ich sage, Alter, mach mal Stopp, du bist schon in der Plane. Wie ich plane? Da, ja, du bist drinnen. Ne? Das kann doch gar nicht sein. Da, doch, ist auch so. Ja, haben wir nachgemessen, 2,70 Meter, sag ich, pff, top. Ne? Also, Schilder aufgeklappt, Lämpchen an, heavy. Das gefällt dem Vater, ja. Some people say I'm kinda rough, but what the hell, I drive a truck. Yeah, I drive a truck, I can't seem to get enough of hauling big heavy loads. Across a thousand different roads. Ain't got no need to pray. I got religion every day. When I hear that diesel roar, it's like I'm hearing the Lord. Ja, Mensch, Freunde, seid gegrüßt. Ey, ich hoffe, die Sonne blendet nicht so. Warte mal. Ich hoffe, so geht's besser. Ja, ich habe jetzt Feierabend gemacht hier in der Nähe von Weißenfels. Bei 34,5 Grad in der prallen Sonne habe ich mit der Überbreite bei die PKWs hingestellt. Ich hoffe, dass ich hier morgen auch vernünftig wegkomme, weil da liegen echt ein paar Steine im Weg. Aber hey, yo, wird schon schief gehen. Na, nicht, dass ich der Nächste bin, der einen neuen Auflieger knallt, ne? Weil der andere ist natürlich schon geditscht. Aber egal. Das soll nicht mein. Also, wicked my friends, peace bis morgen und euer Mölli.